Ihr Lieben, Overnight Oats, also Haferflocken, die man mit Flüssigkeiten allerlei Sachen über Nacht aufquellen lässt, sind eine Variante des englischen Porridge und das perfekte Frühstück, denn es geht schnell, es macht unfassbar satt und es gibt zahlreiche Varianten, die ordentlich Abwechslung reinbringen. Ich zeige euch in diesem Video 5 unfassbar leckere Varianten von Overnight Oats. Und wir starten mit der einfachen Basis, an der müsst ihr eigentlich, wenn ihr wollt, nichts verändern. Und darauf bauen wir dann auf. Los geht's. Wir haben 50 Gramm grobe Haferflocken, 1 Teelöffel Chiasamen oder Leinsamen, 1 Esslöffel Süße, eurer Wahl. In dem Fall ist es bei mir gerade Agavendicksaft, da mein Ahornsirup angefangen hat zu schimmeln. Danke für nix. Und Pflanzenmilch. Das wird jetzt einmal ordentlich durchgerührt. Und das hier stellt unsere Basis dar. So, Variante Nummer 1 ist auf jeden Fall etwas für die Schoko- und Erdnussbuttermäuse unter euch. Fangen wir an. Also als Rezept kommen jetzt 2 Esslöffel Erdnussbutter hinzu, sowie Kakaopulver. Das vermengen wir jetzt einmal miteinander. Am Anfang ein bisschen zickig, aber mit der Zeit löst sich die Erdnussbutter dann auch durch die Flüssigkeit auf und es wird leichter. So, das dazu, aber hier kommt noch was drauf. Wir haben jetzt hier einmal Kokosöl, das schmelzen wir mal eben. So, das ist flüssig und da kommt jetzt rein 1 Teelöffel Kakaopulver, ein bisschen Salz und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Das vermengen wir jetzt miteinander. Einmal ordentlich durch. Da kann auch ein bisschen mehr Kakao rein. Dass es schön leicht andickt. So, und jetzt geben wir unsere Mischung oben drauf und toppen das Ganze aber noch. Das sind so Oreo Crunchies, heißen die, sind auch vegan. Lege ich hier oben einfach nur so ein bisschen mit drauf. Und so sieht das jetzt noch recht unspektakulär von oben aus. Und so nochmal ein bisschen von der Seite. Aber warte ab, wenn wir es morgen früh aus dem Kühlschrank holen. Deckel drauf und in den Kühlschrank. So, warte mal, unsere Oreo-Variante. Die sieht schon so, wie sie ist, perfekt aus. Da machen wir gar nichts mehr mit, sondern nur noch tasten. Das Coole an unserer Oreo-Variante ist, dass wir, dadurch, dass wir das mit dem Kokosöl gemacht haben, entsprechend hier jetzt eine Art, ja, mehr oder weniger Schokoschicht drauf haben. Heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, guck mal, so macht das dann richtig Spaß zu essen. Das ist schon mal ein guter Einstand gewesen, jetzt wird's fruchtig. Und falls jemand im Hintergrund hört, das ist wie immer mein kleiner Assistent, der die Produktion überwacht. Wir starten mit unserer Basis, den Haferflocken. Ja, vertut ihr alle ins Glas und schmeißt nicht die Hälfte daneben. Chiasamen, wieder Süße und natürlich unserer Pflanzenmilch. Alles vermengen. Weiter geht's. Eine Banane schälen wir. Ein bisschen matschig ist, ist das eigentlich sogar schon perfekt. Und die zermatschen wir jetzt auf einem Teller. So, wenn das fertig ist, Bananenpüree mit da rein. Außerdem kommt da noch Zimt rein und Vanilleextrakt. Und das wird jetzt wieder vermixt. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. So, ich habe schon was vorbereitet. Das sind jetzt gerade unsere Banana Bread Oats frisch aus dem Kühlschrank über Nacht. Die duften jetzt schon fantastisch und die toppen wir jetzt noch. Bananenscheiben. Geben die oben drauf. Ein paar Nüsse und ein bisschen Süße. Und damit ist die Variante fertig. Was Rezepte betrifft, die findet ihr eigentlich immer auf meiner Webseite. Die baue ich aber gerade um. Von daher, wenn ihr die haben wollt, abonniert gerne einfach in der Zwischenzeit meinen kostenlosen Newsletter. Der kommt meistens jede Woche raus, wo ich die ganzen Rezepte auch nochmal zusammenfasse und verlinke. Habe ich euch den Link zu in die Infobox gepackt. Sobald die Website wieder steht, wenn ihr das Video später euch anschaut, dann wird es wahrscheinlich als wieder direkter verlinkt sein. So, einmal rein da. Und ihr seht schon, was das für eine schöne Konsistenz hat. Wir probieren mal. Durch die Banane fruchtig, aber natürlich auch eine schöne Zimtnote. Und schmeckt halt, finde ich, wirklich wie so ein sehr flüssiges Bananenbrot. Einfach nur lecker. Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweis. Mir ist aufgefallen, ich habe mal in den Analytics geguckt, dass 76,6% von euch diesen Kanal nicht abonniert haben. Ich freue mich natürlich über all den Zuwachs vollkommen, aber ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr meinen Kanal einfach kostenlos abonniert. Das hilft mir dabei zu wachsen und dann hilft euch das dabei, dass euch meine Sachen auch öfter angezeigt werden. Dankeschön im Voraus und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Rezept. Die nächste Variante wird es auf jeden Fall exotisch. Unsere Haferflocken rein, Chiasamen, Süße. Statt der bisherigen Hafermilch machen wir sie jetzt exotisch mit Kokosmilch. Okay, funktioniert. Für die volle Dröhnung Raffaello kommen jetzt noch Kokosflocken rein. Und der Star dieses Gerichts, die Mango. Ich habe TK-Mango genommen, ihr könnt auch frische nehmen. Rein, ne? Ich glaube, ein bisschen viel. Alles hier reinstopfen. Natürlich auch wieder alles miteinander vermengen. Ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Kokosmilch hinzu. I like. Toppen wir noch ein bisschen mit Mango. Das soll noch was schmecken, ne? So, Deckel drauf und Kühlschrank. So, jetzt haben wir hier unsere exotische Variante. Die toppen wir jetzt einfach auch nur noch mit ein bisschen
Mango, Mandeln und wenn ihr wollt, noch ein bisschen Kokos. Fertig. Ein Traum, oder? So unsere exotische Variante hier, die beeindruckt natürlich richtig durch die Mango obendrauf. Boah, ich freue mich, das jetzt so zu essen. Ich habe als Kind ja immer Raffaello geliebt und das hier schmeckt definitiv mehr nach Mango als nach Raffaello, aber urlaubshaftigen Touch. Was man da noch reinmachen könnte, wäre diese vegane Kokosnusscreme. Dann habt ihr, das funktioniert ja ähnlich dann wie Agnusbutter, und dann habt ihr wirklich so eine Raffaello Bowl. Stark. Ach so, und was die Gläser hier betrifft, die habe ich sehr günstig geschossen, nämlich ich habe da für ein Apfel und ein Ei einfach bei DM diese Einmachgläser geschossen. Die haben nicht viel gekostet, glaube ich 3,70 € für drei Stück. Den Preis, den man sonst hat, richtig guter Schnapper. Wenn euch bisher bei den Varianten das Gemüse fehlt, dann schaut euch mal die hier an. Auch für dieses Rezept brauchen wir eine Überraschung, ein Glas. Unsere Haferflöckchen. Sind wir verrückt und starten mit der Süße. Und weil wir richtig verrückt sind, nehmen wir jetzt Leinsamen statt der Chiasamen. Könnt ihr frei wählen. Schaut nur, dass die geschrotet sind, dann quält das Ganze besser. So. Leinsamen drauf. Unsere Milch. Und jetzt wird's verrückt. Wir brauchen jetzt unsere Möhre. Und die basteln wir jetzt kurz. Und das Ergebnis unserer Arbeit sehen wir jetzt hier. Da kommt jetzt eine ordentliche Menge von rein. Außerdem ein paar Rosinchen, Kokosflocken, sowie unser Vanilleextrakt. Ein bisschen Zimt. Und das wird jetzt alles miteinander vermengt. Wer hätte es gedacht? Und damit sind wir fertig. Deckel drauf. Kühlschrank. Und die heben wir uns auf für morgen. So sieht unser Carrot Cake jetzt gerade aus. Das Topping kommt jetzt noch ein bisschen von Sacken geschreddeten Möhren, noch ein paar Rosinen und ein paar gehackte Cashews. Optisch auch eine Augenweide. Lass uns die probieren. Auch richtig stark schön durchgezogen. Wie sieht auch optisch einfach nur Hammer aus und schmeckt ein bisschen was noch gesünderes jetzt. Durch die Karotten noch mal ein bisschen nachgesüßt. Und die Haptik durch die Rosinen mega. Und die Nüsse machen das auch zu einem sehr leckeren und sattmachenden Karottenkuchen. Geile, geile Variante. Falls ihr gerade am Einschlafen sein solltet, weil ich das zu monoton war, wir machen jetzt was richtig Verrücktes mit der Milch. Schaut mal. Also die ersten Schritte sind ähnlich, aber gleich wird's fancy. Geil. So, jetzt nämlich kommt nicht einfach Milch rein, sondern, schnell zur Seite, brauchen wir einen Mixer. Da kommt jetzt, wie gewohnt, unsere Milch rein. Aber kommen hier TK-Wildheidelbeeren rein. Könnt ihr euch schön die Hände mit einfärben, versauen. Geil. Das wird jetzt einmal gemixt. Und geben das Gemixte dann dazu und rühren auch selbstverständlich das einmal um. Da kommt noch rein ein Spritzer Zitronensaft und unser Vanilleextrakt. Alles miteinander vermengen. Optional könnt ihr noch eine Prise Salz hinzutun. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. So, was macht unsere Blaubeervariante? Ultra fantastisch lecker aussehen. Toppen wir jetzt einfach noch mit Heidelbeeren-Blaubeeren, Kürbiskern und frischen Sesam. Here we go, sieht mega aus, oder? Die ist auch super schön cremig durch unseren Mix. Seht ihr hier auch? Ne? Wie so eine Art ja, Haferpüree. Farbe matcht einfach so krass zu meinem Pulli, ne? Und geschmacklich. Mm. So ein richtig leckerer Heidelbeer-Fruchtraum in Kombination mit Haferflocken. Also, besser geht's doch nicht. Wie sieht's denn bei euch aus? Esst ihr selbst gerne Overnight Oats? Und wenn ja, in welcher Kombi? Schreibt mir das Ganze doch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in einem neuen Video bald schon wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.